Sehr geehrter Herr Reitschuster. Hallo. Hallo. Um was geht es in diesem Prozess heute? In dem Prozess geht es, ich glaube, das kann eben besser der Joachim erzählen, der hier ist. Es geht darum, dass mein Videointerview mit Professor Bhakti gelöscht wurde. Und in meinen Augen wurde es rechtswidrig gelöscht und wurde deswegen für eine Woche gesperrt. Joachim? Und Sie haben dagegen Rechtsmittel eingelegt? Ich habe dagegen Rechtsmittel eingelegt, aber das kann Herr Steinhöfel besser erklären. Ah, okay. Okay, wären Sie bereit, hinterher ein Statement abzugeben? Erlassen hat und jetzt plötzlich 8 Tage nachdem dieser erlassen wurde gesagt hat, sehen wir alles anders. Also plötzlich ist es nicht mehr eilig, sondern wir können jetzt klagen und dann irgendwann in 3 Jahren beim Kammergericht ein Urteil bekommen. Ob die das hier in dieser Sache auch so sehen, werden wir sehen. Aber es ist jedenfalls aus heiterem Himmel und ohne irgendeinen erkennbaren Anlass eine fundamentale Richtungsänderung hat hier stattgefunden, die unter Umständen eben auch hier dazu führen kann, dass wir im Eilverfahren nicht gewinnen. Obwohl wir haben ein gerichtliches Verbot, weil die Sache eilbedürftig ist. 2 Jahre lang eine klare Rechtsprechung dieser Kammer und 10 Tage nachdem diese EV erlassen wurde, haben sie es plötzlich, jetzt sehen wir alles anders. Jetzt ist alles nicht mehr eilbedürftig. Man kann also solche aktuellen politischen Beiträge löschen, aber nicht mehr im Eilverfahren dagegen vorgehen, sondern man muss klagen und kriegt dann in 3 Jahren ein Urteil, wenn Corona längst vorbei ist. Das sehen viele Gerichte anders und diese Kammer hat es auch jahrelang anders gesehen und jetzt aus heiterem Himmel, für mich jedenfalls, ihren Standpunkt geändert. Und wir werden sehen, ob das auch in diesem Verfahren, ich werde das dann im Detail da drin auch noch darauf eingehen, ob das hier auch gilt oder nicht. Herr Rechtsanwalt Steinhöfel, ich habe dem Geschäftsverteilungsplan entnommen, dass sich der Spruchkörper der ZK 27 verändert hat, kurz nach der nach dem Beschluss, kurz nach der Verfügung. Kann sowas auch einen Grund haben, wenn sich ein Spruchkörper verändert? Ja klar, es sind 3 Richter und die entscheiden dann mit Mehrheit. Und wenn ein anderer Richter da ist, kann der eine Rechtsfrage anders beobachten, bewerten. Ne? Also hier ist es aber so, dass die Berichterstatterin, Frau Dr. Saar, auch bei der Beschlusserlass dabei war. Die anderen beiden Richter, die heute dabei sind, haben den Beschluss nicht erlassen, sondern andere. Genau, es ist jetzt heute ein anderer Spruchkörper als an dem Tag, wo im August war das, glaube ich, wo von Ihrem Mandanten September der Beschluss ging. September. Ja, es sind von den bei Erlass beteiligten Richtern ist nur eine Dame dabei. Ja. Die anderen beiden sind jetzt neu. Und nicht neu, sondern andere. Eine Kammer hat ja mehr als 2 Richter. Genau, und es ist bekannt, dass Herr Richter Thiel eine andere Ansicht in dieser Sache als. Das weiß ich nicht. Was ist das Beratungsgeheimnis? Wenn er das. Aber sowas, da gibt es Kenntnisse, dass er da eine andere Sichtweise hat als das, was hier in den letzten 2 Jahren die ZK 27 entschieden hat. Dazu kann ich nicht sagen. Wenn wir das von ihm selber nicht hören, wäre das Beratungsgeheimnis. Und davon habe ich keine Kenntnisse. Habe ich keinerlei Informationen dazu. Er selber hat auch einstweilige Verfügung mit erlassen, wenn ich mich recht erinnere. Noch eine letzte Frage. Was war im September der Verfügungsgrund? Weil man kriegt ja nur einen Beschluss zugunsten des Antragstellers. Weil ganz einfach, wenn Sie an der politischen Debatte teilnehmen und Ihre Meinungsfreiheit wahrnehmen und auch noch als Journalist davon leben, dann ist das dringlich und die Partizipation an der politischen Diskussion kann nicht auf die lange Bank geschoben werden, sodass sie, wie gerade das OLG München vor 2 Wochen entschieden hat, da können Sie nicht klagen und dann kriegen Sie ein tagesaktuelles Video in 3 Jahren wieder online. Das ist ja vollkommen witzlos. Das ist jetzt tobt die Debatte über die Massenkorruption bei der CDU oder bei Spenden bei der AfD oder bei der SPD über die neuen Vorsitzenden und ob der Kanzlerkandidat geeignet ist. Ich will mich doch nicht über den Kanzlerkandidaten Scholz in 3 Jahren in einem Video unterhalten.
Wenn sich daraus nicht eine besondere Dringlichkeit ergibt, weiß ich auch nicht mehr. Nur noch eine letzte Sache. Der Richter Thiel hat in anderen Beschlüssen immer auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes abgehoben. Zum letzten Europawahlkampf. Ja, diese Entscheidung ist aber seit Mai 2019 bekannt durch die Pressemitteilung des Verfassungsgerichts. Danach hat die Kammer allein in meinen Sachen für einen Europaabgeordneten ein Jahr später eine einstweilige Verfügung erlassen, für einen Berliner Journalisten eine Entscheidung erlassen. Und die, um die es jetzt hier geht, wurde anderthalb Jahre nachdem diese Entscheidung des Verfassungsgerichts bekannt war, erlassen. Das heißt, das wusste man alles. Die Kammer kannte die Entscheidung natürlich auch. Und jetzt, 10 Tage nachdem sein Beschluss erlassen wurde, hat man sich dann erstmals meiner Kenntnis nach auf diese Entscheidung berufen und gesagt, jetzt sehen wir das möglicherweise alles anders. Genau. Da kann man als Anwalt nur sagen, das ist ja sehr überraschend. Und man berät seinen Mandanten natürlich nach Maßgabe dessen, was hier in Rechtsprechung bekannt ist. Und auf der Grundlage wurde ja auch der Beschluss erlassen. Wenn die Kammer dann danach sagt, Pech gehabt, wir haben unsere Meinung geändert, jetzt ist alles anders, dann kann man nur Rechtsmittel einlegen oder auch gegebenenfalls zum Bundesverfassungsgericht damit gehen. Und das machen wir natürlich auch. Ja. Rechtsmittel, da wären Sie dann beim 10. Senat des Kammergerichts. Genau. Und da ist auch gerade Bewegung, sage ich mal. So ist es, ja. Also das heißt, es geht nicht mehr das, was... lange Zeit hat ja auch der 10. Senat immer sehr pro Antragsteller, also pro Meinungsfreiheit, pro Publizierung entschieden. Pro Verfügungsgrund. Ja. Aber da scheint gerade ein bisschen Umdenken stattzufinden. Hört man. Warten wir es ab. Okay. Die Verfahrensbeteiligten sind im Gerichtssaal. Es ist so, dass in Deutschland Videoaufnahmen nicht gestattet sind während der Gerichtsverhandlung. Daher werden wir euch nach der Verhandlung erzählen, was im Gerichtssaal passiert ist. Die Verhandlung ist vorbei. Es sieht so aus, dass Google gewinnt gegen Boris Reitschuster, dass der Beschluss, der im September zugunsten von Boris Reitschuster ergangen ist, aufgehoben wird. Das ist eine 180-Grad-Wende der Beschlusslage des Landgerichts Berlin, seiner 27. Zivilkammer, die für solche Verfahren zuständig ist. In den letzten 2 Jahren haben sehr oft Menschen Recht bekommen hier von dem Landgericht Berlin, die gegen Google und andere Tech-Konzerne Anträge eingereicht haben, weil etwas gelöscht wurde, ein Posting, ein Video, ein Beitrag etc. Herr Steinhöfel, der Rechtsanwalt von Boris Reitschuster, sagt, es sei heute das erste Mal passiert, dass er in seinem Leben ein Verfahren gegen Google verloren habe. Zitat, Steinhöfel sagte, ich habe heute zum ersten Mal ein Verfahren gegen Google verloren. Und es ist ein historischer Tag, wenn man so möchte, denn es hat sich etwas verändert in der Rechtsprechung. Und Rechtsanwalt Steinhöfel sagte, wenn die Rechtsprechung so Bestand habe und sich vom Kammergericht nichts anderes ergebe, dann sei Berlin tot als Gerichtsstandort in solchen Verfahren. Wir möchten Herrn Steinhöfel selber noch zu Wort kommen lassen. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen, aber das schaut nicht gut aus. Also ich erkläre kurz, um was es geht. Die Zivilkammer hat seit etwa 2018 einstweilige Verfügungen erlassen, wenn es um Löschungen in sozialen Medien geht. Wenn da also legitime Inhalte veröffentlicht wurden und die wurden gelöscht, zu Unrecht, weil es eine durch die Meinungsfreiheit gedeckter Inhalt war, hat man hier bei dieser Kammer seit 2 Jahren einstweilige Verfügung bekommen. Ich selber für einen Abgeordneten des Europäischen Parlaments, für einen Journalisten aus Berlin und so weiter. Seine einstweilige Verfügung wurde am 28. September 2020 erlassen. 10 Tage später, eins noch vorab, einstweilige Verfügungen bedürfen immer einer Eiligkeit, einer Dringlichkeit. Sonst kann man ja klagen und es kann ein bisschen dauern. Dass politische Beiträge wie zur Corona-Krise, zu aktuellen politischen Debatten, wie er sie ausschließlich macht,
Was will man in 3 Jahren, wenn man eine Hauptsacheklage gewonnen hat, da von Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten hören? Wen interessiert das da noch niemand? Also sind diese Sachen ihrer Natur nach besonders eilbedürftig. Und das hat überhaupt keinen Sinn, den Zugang zu einstweiligem, schnellem Rechtsschutz zu verstellen. Das Verfassungsgericht hat im Mai 2019 einen Beschluss erlassen, in dem einer rechten Partei der Kanal wiedergegeben wurde. Diesen Beschluss, wo das allerlei drinsteht, Verfassungsgericht und Zivilgericht ist immer was anderes. Den kannte die Kammer seit 1,5 Jahren, als sie seine einstweilige Verfügung erlassen hat. Und als Anwalt rät man natürlich auch den Mandanten, da kannst du hingehen, dort bekommt man eine einstweilige Verfügung. Das ist die Rechtsprechung der Kammer seit 2 Jahren. 10 Tage, nachdem der Beschluss zu seinen Gunsten dann auch erging und YouTube die Löschung verboten wurde, hat die Kammer ihre Meinung, sie nannte das verfestigt, tatsächlich aber, und das habe ich ja auch in der Verhandlung gesagt, auf den Kopf gestellt. Denn jetzt heißt es plötzlich, das darf ein Gericht. Ein Gericht darf seine Meinung ändern. Aber wenn man 2 Jahre einstweilige Verfügung erlässt, seine am 28. September 2020 erlässt und dann spätestens am 8. Oktober sagt, Eilverfahren gibt es bei uns nicht mehr. Das ist etwas pauschaliert, aber man muss, selbst eine Kanallöschung reicht nicht mehr, ist nicht eilig. Wenn du da total ausgeschaltet wirst, musst du klagen und in 3 Jahren kriegst du dann etwa, 3 Jahre sind realistisch hier in Berlin, oder 4 Jahre. Eilverfahren dauern schon mindestens 1 Jahr häufig, wenn man 2 Instanzen macht. Also in 3 Jahren kriegst du dann deinen Kanal wieder. Ob es nicht ein Grund für Eilbedürftigkeit ist, wenn man als Journalist seinen Lebensunterhalt damit verdient, politische Berichterstattung zu machen für Hunderttausende von Zuschauern, und zu sagen, nein, das wollen wir nicht mehr, Klage bitte, dann kannst du, wir sperren deine Zeitung oder deinen Fernsehsender jetzt mal für 3 Jahre ab. Und dann wird sich in 3 Jahren herausstellen, wenn du dann gewinnst, kannst du wieder loslegen. Wir stellen uns mal vor, das ist ein bisschen weiter, RTL oder ZDF würden 3 Jahre mal abgestellt, weil sie 4-mal was Falsches berichtet haben. Ich glaube, dann wäre es schlecht bestellt um die öffentlich-rechtlichen Anstalten, allein schon deshalb, weil ich sogar schon einstweilige Verfügungen, die rechtskräftig sind, gegen den Faktenfinder der Tagesschau erwirkt habe, weil es falsch war, was sie festgestellt haben. Also, wenn das Bestand hat hier vom Kammergericht, dass Journalisten hinnehmen müssen, dass ihre Kanäle gelöscht werden, wenn sie legitime Inhalte veröffentlichen und dann 3 Jahre warten müssen, damit das korrigiert wird, dann wäre das ein so schwerer Schlag für die Pressefreiheit, dass mir Angst und Bange wird. Das war's, was ich dazu zu sagen habe. Wir machen jetzt schon ein bisschen Alles klar, noch Fragen dazu? Also wir haben einfach nach 2 Jahren Rechtsprechung, es gibt einstweilige Verfügung, gesagt, Schluss, jetzt nicht mehr. Vereinfacht gesagt. Und wie haben Sie gekriegt, als es noch im Sinne der Eilbedürftigkeit war und jetzt plötzlich 10 Tage später, nö, jetzt hast du Pech gehabt, jetzt sehen wir es anders. Ein Gericht darf seine Meinung ändern. War das derselbe Richter? Ja, dieselbe Kammer. Die Berichterstatterin, eine Richterin, die den Beschluss erlassen hat, war heute dabei, die anderen beiden nicht. Aber wenn eine Kammer eine bestimmte Rechtsprechung hat, dann hält sie sich in der Regel dran und ändert die nicht alle 3 Wochen, nur weil die Besetzung ein bisschen andere ist. Da muss ich ja auch als Anwalt und als Rechtssuchender darauf verlassen können, dass man eine gewisse Stabilität hat. Wie gesagt, wenn der BGH was entscheidet, das anders ist, ändert man natürlich auch als Landgericht seine Meinung und passt sich dem an, was das Verfassungsgericht sagt oder der BGH. Aber ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Die Vorsitzende Richterin des 10. Zivilsenats des Kammergerichts hat auf dem Flur gesagt, öffentlich, also nicht nur zu mir, kann sein, dass das Notwehr ist. Damit wollte sie sagen, es kommen so viele Verfahren wegen Löschung und bei Facebook auch immer 1000 Seiten, dass man dann als Gericht sehr viel auf den Tisch bekommt. Und wenn die Eilverfahren wegfallen, dann hat man weniger zu tun. Ich behaupte das nicht. Ich gebe nur wieder, was die Vorsitzende Richterin am Kammergericht gesagt hat. Ich könnte das als Richter sogar verstehen, wenn ich hier wegen jedem Kommentar, der gelöscht wird, mit Anträgen zugemüllt werde und jedes Mal 1000 Seiten bekomme. Die eigentliche Frage, die sich stellt, ist aber doch, wieso wird so viel gelöscht?
Wieso müssen so viele Leute überhaupt vor Gericht gehen, um sich zu wehren, um ihre Meinungsfreiheit durchzusetzen? Ist das nicht der Ansatzpunkt? Ich habe im Rechtsausschuss vor einem Jahr im Bundestag vorgeschlagen, für jede rechtswidrige Sperre pro Tag pauschalierter Schadensersatz von 100 Euro. Wenn ein Gericht feststellt, das war nicht erlaubt. Wenn das kommt, dann bin ich ziemlich sicher, dass der wirtschaftliche Druck dadurch auch bei Big Tech, übrigens hat die Washington Post Google, YouTube, Twitter und so weiter mit der organisierten Kriminalität verglichen, in der Schlagzeile steht, der Kampf gegen Big Tech hat vieles gemeinsam mit dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität damals in 30ern, 40ern und so weiter. Das steht in der Washington Post und die gehört Jeff Bezos, dem Eigentümer von Amazon. Ich glaube, da ist einiges dran. Aber jetzt noch so etwas für die Emotionen. Wir werden uns bestimmt von einer solchen Entscheidung, das ist das allererste Mal überhaupt, dass Google gegen mich ein Verfahren gewinnt. Alle anderen haben sie verloren. Und dieses auch nur deshalb, weil nach unserem Beschluss die Kammer einen 180-Grad-Schwenk gemacht hat. Also eigentlich für mich steht es immer noch 10-15-0. So. Herr Rechtsanwalt Steifel, noch eine Nachfrage zu diesem 180-Grad-Schwenk der 27. Kammer. Sie zitierten gerade eine Richterin, die von Notwehr gesprochen habe. Bezog sie dieses das Notwehr? War scherzhaft. Notwehr war natürlich ein scherzhafter Begriff. Aber bezogen auf die 27. Kammer? Ich will jetzt nicht so viel aus dem Gang plaudern. Es war ein scherzhafter Begriff, der sagt, naja, in die Erwägung fließt vielleicht ja auch der Umstand ein, dass die Belastung mit solchen Löschungen aus sozialen Medien überhand nimmt. Dazu kann ich nur zwei Sachen sagen. Seit Jahren predige ich dafür, dass es Sanktionsmechanismen geben muss für diese rechtswidrigen Löschungen. Erstens, wie zum Beispiel eine Geldstrafe. Und das zweite ist, das habe ich jetzt leider vergessen. Aber weshalb hat die Kammer... Weshalb hat die Kammer eine 180-Grad-Wendung gemacht? Ihrer Meinung nach, spekulativ? Nein, ich spekuliere nicht über... Ein Gericht darf seine Meinung ändern. Hier ist es für mich in keinster Weise überzeugend. Die Heranziehung der Entscheidung des Verfassungsgerichts trägt diesen Stimmungswandel überhaupt nicht, erst recht nicht, weil diese Entscheidung schon seit anderthalb Jahren bekannt ist und danach immer weiter einstweilige Verfügungen erlassen wurden. Wenn dann plötzlich die Entscheidung entsteht, jetzt sehen wir es aber ganz anders, dann ist es für mich nicht plausibel, dass es auf einer so lange schon bekannten Entscheidung beruht. Worauf es beruht, weiß ich nicht. Das steht ja in den Gründen drin. Das ist nicht eilig. Wenn der Kanal dicht ist, macht das nichts. Dann lassen wir den, dann muss er halt 3 Jahre warten. Das ist nicht existenzbedrohend. Sagen Sie doch mal in Frei vom ZDF, wir stellen dir mal deinen Kanal ab, in 3 Jahren kannst du... Wir hören mal auf, 3 Jahre Rundfunkgebühren zu zahlen. Macht ja nichts. Du kannst ja klagen, vielleicht kriegst du in 3 Jahren recht. Also ich finde das nur bedingt überzeugend. Eine letzte Frage noch. Der Vorsitzende Richter sagte, der Herr Boris Reitschuster habe sich nicht ausreichend distanziert von seinem Gesprächspartner Professor Dr. Bhakti. Und daher sei er vertragsbrüchig geworden. So habe ich den Richter sinngemäß verstanden. Können Sie das nochmal erläutern und bewerten gegebenenfalls? Also in der höchstrichterlichen Rechtsprechung und auch in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist völlig klar, dass ein Journalist nicht jedes Mal, wenn er einen interviewt, sagen muss, das ist aber nicht meine Meinung. Das weiß auch jeder, dass jemand, der vom Spiegel, der den Querdenker oder Kalbitz interviewt, nicht Kalbitz Meinung ist oder der Meinung vom Querdenker. Ein Journalist ist nie der Meinung seines Interviewpartners oder eben doch mal. Wir wissen es nicht. Er fragt jemanden, weil er von dem eine Antwort haben will. Darum muss man nicht ständig mit dem Schild rumlaufen. Das ist übrigens nicht meine Meinung. Haben Sie das schon mal im Interview irgendwo gesehen? Der Richter meint hier aber, weil das ein Vertragsverhältnis sei, dürfe YouTube diese Regel aufstellen. Das würde aber heißen, dass YouTube befugt wäre, das, was ein Journalist nicht tun muss, nach etablierter, sicherer Rechtsprechung, auf YouTube tun muss. Das heißt, dass da die Pressefreiheit nicht mehr gilt und YouTube diese Eingriffe in die Pressefreiheit vornehmen kann. Ich halte das für angsteinflößend. Und können Sie noch darauf reingehen, dass es ja erst um Identitätsdiebstahl ging im September? Es ging um Identitätsdiebstahl und jetzt heißt es, Herr Reitschuster verstoße gegen die Covid-19-Richtlinie, die wohl aus dem Mai 2020 sei, laut Googles Anwältin. Ja, die Begründung war eine völlig andere, die wurde dann plötzlich ausgewechselt. Was mich etwas irritiert hat, ist, dass Google auch noch behauptet hat,
man wisse gar nicht, ob Herr Reitschuster überhaupt in Berlin wohnt. Zwar hat man ein Vertragsverhältnis mit ihm und die Voraussetzung für die Zahlung von Werbeeinnahmen ist, dass man seine Adresse dort bestätigt und Google die feststellt und in Akten hat. Aber hier wurde ihm Rechtsmissbrauch vorgeworfen, weil man ja gar nicht wisse, ob er überhaupt Berliner sei. Obwohl man in den eigenen Akten eine Zahlungs-ID mit seinem Namen und seiner Privatadresse hat. Das zum Niveau des dortigen Vortrags. In Dresden wird es eine Strafanzeige wegen versuchten Prozessbetruges geben. Dort ging es um die Löschung von 3 Kanälen, die dieselbe Person betrieben hat. Und nach 2 Jahren hat man das angeblich erst rausgefunden bei YouTube und gesagt, das darfst du aber nicht, jetzt löschen wir nach 2 Jahren. Zwischenzeitlich hat er noch eine Urkunde bekommen, weil er so tolle Videos macht und 100.000 Abonnenten hat. Die habe ich nicht gekriegt. Man weiß aber durch die Monetarisierung, dass diese Person mit derselben Zahlungs-ID unter derselben Adresse wohnt. Das wussten die und behaupten vor Gericht, wussten wir alles nicht. Das ist also aktenkundig unwahr und beweisbar. Und das ist versuchter Prozessbetrug. Und darum wird das der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Und noch eine Kleinigkeit, also meinen Kanal haben sie ja demonetarisiert, das heißt wegen dieses Bhakti-Interviews, ich darf keine Reklame mehr machen. Und vorher haben schon Leute haben für mich Unterstützung über YouTube geschickt. Also die haben zielgerichtet bei meinem Interview das gezahlt. Und dieses Geld habe ich bis heute nicht. Also ich traue mich nicht, da jetzt eine juristische Einschätzung zu machen, wie das ist, wenn ich Geld nehme. Ich sage, ich gebe das dem Reitschuster, wunderbar, und dann nicht weitergebe. Aber das ist in meinen Augen ist das unglaublich. Und ich habe mit Joachim jetzt auch schon gesprochen. Wir wollen da auch noch schauen, ob wir irgendetwas machen können. Weil das geht doch nicht. Die Leute haben ja das Geld nicht bezahlt, damit YouTube, dass sie YouTube damit unterstützen. Ich denke, die Absicht war nicht, Google noch reicher zu machen, sondern die Absicht war... Da muss man vielleicht noch mal in den Gemeinschaftsrichtlinien, die für eine sichere und friedliche Umwelt da sind und nicht zur Monetarisierung von Google nachgucken, ob da nicht vielleicht auch drin steht, wenn wir der Meinung sind, dass wir das Geld behalten wollen, behalten wir es. So ähnlich lautet das nämlich tatsächlich in diesen Regeln. Ja. Wenn wir der Meinung sind, dass das unzulässig ist, dann dürfen wir es löschen. Die Begründung ist also, wenn wir der Meinung sind, dass es unzulässig ist, ist es unzulässig, weil wir der Meinung sind, dass es unzulässig ist. Das ist ein intellektuelles Niveau, da braucht man eine Weile, um sich auf diese Höhe begeben zu können. So, jetzt muss ich los. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut. Ist auch moralisch sehr wertvoll. Und das weiß ich sehr zu schätzen am Werktag. Und manche aus Hannover ist die Dame sogar angereist. Also und aus woher? Aus Buchholz. Also vielen herzlichen Dank. Das ist ganz, ganz toll. Und ist auch eine Motivation. Geht immer wieder und hetzt in der Bundespressekonferenz. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Ich wünsche allen eine gute Heimfahrt. Danke. Vielen herzlichen Dank. Es ist alles gut. Das kriegt man aber nur, wenn man Partner ist und die haben sie ja rausgeschmissen. Also, aber ich verzichte auch gern auf diesen Award von YouTube. Das wäre jetzt nicht mein Traum, dass ich mir einen YouTube-Award übers Bett hänge. Ganz ehrlich, sagen, sonst kriege ich noch Albträume. Alles klar. Danke, danke schön. Danke schön. Wir haben auch die Rechtsanwaltskanzlei Tyler Wessling von Google um Stellungnahme gebeten und bisher noch keine Antwort erhalten. Wiedersehen.